بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Letzten Dars haben wir über den Kazm gesprochen, Al-Kazm, das Unterdrücken des Zornes, und Al-Hilm. Al-Hilm ist das Al-Hilm, auch davon, daher auch der Name Allah Ta'ala ist Al-Halim, dass man sich nicht überstürzt mit der Bestrafung. Und jetzt spricht er zuletzt im Abschluss dieses Kapitels über den Al-Afu wal-Rifq. Al-Afu ist das Vergeben, Al-Rifq ist die Milde oder die Nachsicht. Und er definiert zuerst hier die Bedeutung vom Al-Afu. Denn diese drei Begriffe, Kazm al-Ghayd, das Unterdrücken des Zornes, Al-Hilm, Al-Afu, werden oft miteinander verwechselt oder als Synonyme dargestellt. Gleichbedeutende Wörter. Das sind aber keine Synonyme. Es gibt leichte Unterschiede in den Begriffen hier. Er sagt, Al-Afu bedeutet, dass dir ein Recht zusteht, du aber dieses Recht, auf dieses Recht verzichtest. Das nennt man Al-Afu. Das ist der Al-Afu. Beispielsweise, dir steht das Recht zu, die Bestrafung einer Person zu verlangen. Beispielsweise, wenn er dich verleumdet hat. Wenn jemand dich verleumdet, steht dir, dass er hat dir dein Recht gebrochen. Die Verleumdung, indem er zum Beispiel zu jemandem sagt, ja Sani, du Unzüchtiger, oder derartige Begriffe. Das ist die Verleumdung. Der hat dir hier ein Unrecht begangen, dafür kannst du kannst ihn anklagen dafür, in der Scharia, und dann, wenn die Beweise stehen oder er das eingesteht, dann wird er dafür 80 Peitschen heben, bestraft. Das ist also eine Hadd-Strafe, sahih. Wir haben in der Scharia nämlich zwei Formen von Strafen. Es gibt Hadd-Strafen und es gibt die Ta'zir-Strafen. Hadd-Strafen sind Strafen, die vom Scharia-Geber festgesetzt sind. Also die Tat, das Delikt, ist fest bestimmt. Ebenfalls das Ausmaß und die Art und Weise der Verrichtung der Strafe ist festgesetzt. Das nennt man Hadd-Strafe. Dann gibt es Ta'zir-Strafen. Ta'zir-Strafen sind Strafen zu Vergehen, über die die Scharia, also die Art und Weise der Bestrafung oder die Natur der Strafe, die Anzahl der Strafe, all das wurde nicht bestimmt. Das nennt man Ta'zir-Strafen. Das ist dem Staat überlassen. Der Staat hat hier einen bestimmten Rahmen, der kann darin handeln. Aber das ist nicht unendlich. Yani. Der kann nicht beispielsweise, nehmen wir mal an, eine Ta'zir-Strafe, beispielsweise für das Klauen von Kleinigkeiten. Klauen von Kleinigkeiten, da gibt es keine Hadd-Strafe. Weil der Diebstahl gilt erst ab einem Viertel Dinar, Rubu Dinar. Viertel Dinar. Alles darunter ist, gehört nicht zur Hadd-Strafe. Aber der islamische Staat, er hat trotzdem die Befugnis, auch für solche Sachen zu strafen. Darf er dafür die Hand abhacken? Darf er nicht. Sonst wäre das eine Hadd-Strafe. Verstehst du? Er darf nicht mit den Ta'zir-Strafen so weit gehen wie die Hadd-Strafen. Oder dass er dafür beispielsweise exekutiert. Hat ein Ei gestohlen. Todesstrafe. Geht nicht. Das wäre ja noch schlimmer als die übliche Hadd-Strafe für das Stehlen. Im Hadith, der in den Sahihain überliefert wird, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand soll jemand, also in den Ta'zir-Strafen, mehr als 10 Peitschenhiebe schlagen. Also hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Grenze gesetzt. Aber das ist umstritten unter den Ahlul Ilm, was dieser Hadith bedeutet. Was ist jetzt der Al-Afu? Beispielsweise, Al-Afu bedeutet, dir steht es zu, du hast ein Recht, du kannst es verlangen. Du kannst es verlangen, aber du verzichtest darauf. Das ist der Al-Afu. Darf man verzichten? Yani, das ist doch eine Hadd-Strafe, sahih? Die Verleumdung ist eine Hadd-Strafe. Jemand hat dich verleumdet und das steht mit Beweisen fest.
Darfst du das einfach fallen lassen? Hä? Es kommt drauf an. Die Ulama unterscheiden bei den Delikten oder diesen Vergehen, wenn das Vergehen ein reines Recht Allah Ta'alas ist, oder ob es ein Recht des Adami ist, des Menschen, oder ob es etwas Gemischtes ist. Je nachdem haben sie da gewisse Details. Aber grundsätzlich darf man darauf verzichten. Wie ist es bei den anderen Sachen, beispielsweise Diebstahl? Diebstahl. Fürsprache für jemanden einlegen, dass die Strafe nicht durchgeführt wird. Jemand hat dir was dir weggenommen, gestohlen und du weißt es, du hast Beweise dafür. Darfst du ihm verzeihen oder musst du ihn sozusagen vor den Richter führen, damit er bestraft wird? In dem Hadith, als eine Khathamiyah, eine Frau aus einem höheren Stamm gestohlen hatte, und da die Quraysh hatten was dagegen, dass sie bestraft wird. Sie wollten das nicht. Und dann haben sie gesagt, wer kann für diese Frau Fürsprache einlegen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam? Da sagten sie, das kann niemand außer der Liebling des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Sahih? Zayd ibn Thabit und Usama ibn Zayd, die zwei Lieblinge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, werden so genannt, Hibbu Rasulillah ibn Hibbihi. Zayd ibn Thabit ist übrigens der Mann, dessen Frau der Prophet sallallahu alaihi wasallam später geheiratet hat. Er war sozusagen das Adoptivkind des Propheten. Adoptivkind, also was man auch Da'i oder Rabib nennt in der arabischen Sprache. Und in der arabischen Kultur war es so, dass Adoptivsöhne und Adoptivkinder, das waren Sklaven eigentlich, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn bei sich aufgenommen und man hat ihn dann den Sohn Mohammeds genannt. In der arabischen Kultur war es so, dass Adoptivkinder, ich nenne es mal Adoptivkinder jetzt, damit man ungefähr versteht, was dann gemeint ist, dass man mit ihnen umgegangen ist wie das leibliche Kind. Was heißt das? Das heißt, er hat dich geerbt, wie dein Sohn dich erben würde. Sollte er versterben, erbst du ihn, wie du deinen eigenen Sohn erbst, obwohl keine Blutverwandtschaft besteht oder keine angeheiratete Verwandtschaft. Und kein Wala. Das sind die drei Ursachen des Erbes. Die Verwandtschaft, Blutsverwandtschaft. Zweitens Heirat. Drittens Al-Wala. Al-Wala ist das Freilassen eines Sklaven. Das sind die drei Ursachen des Erbes. Bei ihnen war die Adoption ebenfalls so. Er hat deinen Namen übernommen und deinen Stamm übernommen. Das alles. Und daher auch die Maharim. Seine Maharim sind deine Maharim. Und umgekehrt. Das heißt, in der arabischen Kultur dürfte ein Mann die Frau seines Adoptivkindes heiraten? Geht nicht. Genauso wie du nicht die Tochter die Frau deines Sohnes heiraten darfst. Das war Brauch bei ihnen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Adoption, dieses Phänomen und das Schema der Adoption in diesem Ausmaß hat der Islam aufgehoben. Aber die Leute hatten immer noch etwas dagegen, so. Also innerlich, die Frau seines Rabib oder Da'i zu heiraten, das war noch nicht so. Das hat ihnen noch Unbehagen bereitet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gebrochen, indem er das praktisch vorgeführt hat. Er hat die Frau von Zayd geheiratet. Allah Ta'ala hat ihm das anbefohlen gehabt, wie im Koran vorkommt. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. Und als du zu dem sagtest, dem Allah eine Gnade erwiesen hat und dem du eine Gnade erwiesen hast, indem du ihn freigelassen hast und dich um ihn gekümmert hast, fürchte Allah und behalte deine Frau bei dir. Er wollte sich von ihr trennen. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. Und du verbirgst in dir, was Allah aufzeigen wird. Also er wusste, dass er sie heiraten werden muss. Und deswegen kommt dann später in dem Vers, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Und als Zayd sich von ihr getrennt hat, haben wir dich mit ihr verheiratet. Daher, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vers
offenbart bekommen hat, hat er Anas ibn Malik zu Zainab geschickt. Das war Zainab, seine Frau. Und ihr kundgegeben von der Sache. Und er ist zu ihr gegangen und er sagte, ich konnte nicht zu ihr schauen aus Ehrfurcht vor ihr, weil er wusste, dass es die Frau des Propheten sein wird. Und er hat ihr die Sache dargestellt, und dann sagte sie, La hatta astakhira Rabbi oder uamira Rabbi. Nein, also er hat ihn wieder zurückgeschickt, nein, bis ich meinen Herrn nicht um Eingabe bitte, also um Eingabe des Richtigen vom Falschen. Jedenfalls hat er sie später dann geheiratet und deswegen pflegte sie auch zu prahlen damit. Sie sagte zu den anderen Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, euch haben eure Angehörigen verheiratet. Und mich hat Allah von über sieben Himmeln verheiratet, also durch die Offenbarung des Korans. Das mir Bukhari überliefert. Jedenfalls, das ist also die. Das Vergeben. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Frau, die gestohlen hatte von diesem Adelvolk. Sie sagten, wer soll denn sonst beim Propheten Fürsprache einlegen als Zayd? Und Zayd ist hingegangen und hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen, dass sie ihr vergeben sollen, dieser Frau. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig geworden, ist wütend geworden. Und hat gesagt, atashfa'u fi haddin min hududillah, legst du Fürsprache ein in einem Hadd von den Hudud Allahs. Und dann sagt er, die früheren vor euch sind doch deswegen zugrunde gegangen. Wenn die Adligen unter ihnen gestohlen haben, haben sie sie bestraft, haben sie sie verschont. Und wenn die Armen oder das normale Volk gestohlen hat, haben sie diese bestraft. Aber also solange es nicht zum Sultan ankommt, die Beschwerde oder die Klage, darf man vergeben. Aber sobald es bei ihm angekommen ist, gibt es kein Zurück mehr. In derartigen Hudud, also die mit dem Recht Allahs zu tun haben und mit dem Recht der Adamiyun. Also das ist die Definition des Al-Afu. Allah Ta'ala lobt das im Koran, wal-'afina 'anil nas. Jene, die den Menschen vergeben. Und er sagt, faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Und wer vergibt wa aslah und die Sachen in Ordnung bringt oder zum Besseren führt, wohltätig handelt, fa'ajruhu 'ala Allah, sein Lohn ist bei Allah. Dieser Vers zeigt aber auch, dass das Vergeben nicht immer erwünscht ist. Das Vergeben ist nicht immer eine lobenswerte Eigenschaft. Denn Allah Ta'ala sagt, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. Also wer durch sein Vergeben zum Besseren führt. Sollte das Vergeben aber zum Schlechteren führen, dann ist das nicht erwünscht. Wenn man weiß, wir haben beispielsweise jemanden, der ist bekannt für Raubüberfälle, für Diebstahl und derartiges. Er hat das immer und immer wieder gemacht. Zeugt es von Weisheit, dass man ihn immer und immer wieder vergibt? Es wäre hier die Weisheit, dass man ihn bestraft, damit die Menschen von ihm verschont sind. Und deswegen, das Vergeben ist nicht immer eine lobenswerte Eigenschaft. Nur dann, wenn das Vergeben zu etwas Positivem führt. Weil man einfach war Aslah. Das sind zwei Bedingungen. Oder Al-Islah ist eine Bedingung. Im Hadith, der bei Muslimen überliefert wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Die Sadaqa verringert das Vermögen nicht. Also verringert das Vermögen nicht, entweder im materiellen Sinne, dass man das wieder ausgetauscht bekommt, vielfach wieder zurückbekommt in der Dunya. Oder das heißt, da die Sadaqa eigentlich nur etwas ist, Proviant, den du vorausschickst. Nämlich für die Zeit, wo du das am meisten benötigen wirst. Und daher sagte Aisha radiallahu anha, in einem schönen Hadith, als sie ein Opfertier hatten und
das meiste davon weggegeben haben, nur noch ein kleines Stück von der Schulter oder so übrig gelassen hatten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann nach Hause kam und sie fragte, sagte sie, es ist alles fortgegangen, nur das ist geblieben. Da hat er sie korrigiert, also wie man das eigentlich sehen sollte. Dann sagte er, sag, es ist alles geblieben, alles, was du rausgegeben hast für Allah, das wird dir aufgespart. Nur das, was das wird weggehen, also das, was wir selber verspeisen werden. Ja. Ja, auf jeden Fall sagt er, ma naqasat sadaqatun min mal, das ist der erste Satz des Hadith, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah Ta'ala mehrt dem Diener mit Vergebung nichts anderes als Al-Izz, Ehre und Würde und Ruhm. Wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Und es hat sich nie jemand für Allah oder wegen Allah gedemütigt, ohne dass Allah ihn nicht angehoben hätte dadurch. Also die Demut zeitigt das Gegenteil davon, die Ehre. Und die Hochmut zeitigt auch das Gegenteil, die Demut. Ja. Im Hadith von Uqba ibn Amir, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, zu Uqba ibn Amir, soll ich dir nicht von den vorzüglichsten, nobelsten und edlen Eigenschaften und Charaktereigenschaften der Ahlul Dunya und der Ahlul Akhirah erzählen? Und dann nannte er drei Dinge, die oft vorkommen in verschiedenen Ahadith, drei Sätze: Tasilu man qata'ak, du bindest dich mit dem, der sich von dir trennt. وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ, und gibst dem, der dir vorenthält. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ, und vergibst dem, der dir Unrecht getan hat. Aber auch, wie gesagt, hier mit der Voraussetzung, dass das zu etwas Besserem führt. Diese drei Eigenschaften kommen in vielen Hadith vor, unter anderem in dem bekannten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Wasil, also der, der sich um seine Familienbande kümmert und sie pflegt, ist nicht der, wenn man sich mit ihm verbindet, verbindet er sich mit der Familie. Wenn man ihm gibt, gibt er. Sondern der Wasil ist der, der gibt, wenn man ihn vorenthält. Und der, der die Familienbande pflegt, selbst wenn man sie zu trennen versucht, derartiges. Ja. Danach spricht er über den Al-Hiqd und Al-Hasad. Al-Hiqd und Al-Hasad. Al-Hasad ist bekannt, der Neid. Und Al-Hiqd ist ist Grimm oder Groll und Groll und Hass. Die Definition des Al-Hasad ist euch bekannt, inshallah. Haben wir ein paar Mal erwähnt, sahih. Al-Hasad bedeutet, dass du dir wünschst, dass die Ni'ma, die eine Person besitzt, eine gewisse Gnade, die er in Händen hält oder die ihn auszeichnet, dass du dir wünschst, dass diese nicht mehr existiert. Das ist der Al-Hasad. Und dann gibt es die Al-Ribta. Die wird oft verwechselt mit dem Hasad. Und manchmal wird die Ribta auch Hasad genannt wegen der Ähnlichkeit. Al-Ribta bedeutet, dass du dir Ähnliches wünschst wie die in Anführungsstrichen beneidete Person, ohne dir zu wünschen, dass ihr dies weggenommen wird. Das nennt man Al-Ribta. Der Hasad ist eine Sünde, kann aber auch Kufr sein. Der Hasad kann Kufr sein. Wie geht das? Also manche Form des Hasad, wenn die jemand in sich trägt, ist er kein Muslim. Wenn er zum Beispiel einen Propheten wegen seinem Prophetentum beneidet, das ist Kufr. Er ist neidisch, er beneidet einen Propheten, dass er die Risala bekommen hat und wünschte sich gerne Gleiches und dass ihm dies entnommen wird, das ist Kufr. Ansonsten ist es Haram, der Hasad. Die Ribta kann zulässig sein, kann tadelnswert sein.
zulässig ist sie zum Beispiel, oder erwünscht ist sie zum Beispiel, wie in dem Hadith vorkommt, La hasada illa fithnatayn, Rajulun atahu Allah al-Quran, fa huwa yaqum bihi ana al-layli wa ana an-nahar, wa Rajulun atahu Allah malan, fa huwa yunfiquhu, au fa ya'malu fi halakatihi fi sabilillah, wa kama qala. Es gibt kein Hasad außer in zwei Dingen. Also in zwei Dingen ist der Hasad lobenswert. Hier ist die Ribta gemeint. Ein Mann, dem Allah den Koran beschert hat und der Tag und Nacht danach handelt, Tag und Nacht mit dem Koran handelt. Und das Zweite, ein Mann, dem Allah Reichtum geschert hat, gegeben hat, der daran arbeitet, dieses Reichtum auf dem Weg Allahs auszugeben. Hier kommt das Wort Al-Halaka vor. Al-Halaka bedeutet so eigentlich Ihlak, etwas vernichten, zerstören. Also der gibt es reichlich raus und zerstört es. Zerstört es im Sinne, dass er es von sich weggibt. Und das deutet auch darauf hin, dass es im Khair kein Israf gibt. Im Khair, also im Guten, gibt es keine Verschwendung. Gibt keine Verschwendung im Khair, wie einige der Salaf sagten. Und das Gegenteil, in der Sünde gibt es kein Sparen. Also wenn du eine Sünde begangen hast, hast du niemals gespart. Das Gegenteil vom Israf. Und wenn du dein ganzes Hab und Gut ausgegeben hast, auf dem Weg Allahs, hast du verschwendet oder nicht? Hast du nicht verschwendet. Ist es erlaubt, dein ganzes Hab und Gut rauszugeben? Es kommt drauf an. Es kann haram sein, es kann aber auch legitim sein. Es kann eine Wohltat sein, eine fromme Tat, es kann aber auch verboten sein. Wenn jemand zum Beispiel Kinder hat und Frau hat oder Eltern hat, die er zu ernähren hat, dann ist es nicht erlaubt, alles rauszugeben, sodass die dann dastehen und betteln müssten oder verhungern. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i an yudayya man ya'ul. Das ist bei Bukhari überliefert. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Es reicht an Sünde, also das ist die Sünde sozusagen, dass der Mensch jene missachtet, dass er jene missachtet oder sie zerstreut, um die er sich zu kümmern hat, um die er pflegen muss. Wenn er aber weiß, dass er beispielsweise immer wieder neues Geld kriegt, er hat zum Beispiel eine Geldquelle, dann ist es natürlich nicht schädlich, dass er alles rausgibt, weil er weiß, er kriegt wieder neues rein, wie es Abu Bakr radiallahu anhu zu tun pflegte. Grundsätzlich ist die Sadaqa bei der Familie sollte angestrebter sein als anderes. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sadaqa besteht, ist ein Dinar, den du auf dem Weg Allahs gibst, ein Dinar, den du, ich glaube, er sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, den Fuqara und Masakin gibst. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Und ein Dinar, den du deinen Angehörigen gibst, und das ist der beste davon. Auch eine Frau kann ihrem Mann Sadaqa geben. Abdullah ibn Mas'ud, er war bedürftig. Seine Frau war etwas wohlhabender als er. Es zeigt auch, dass die Frau ein eigenes Vermögen haben kann. Ne? Nicht wie manche vorstellen, das Vermögen der Frau auch mein Vermögen. Die Frau hat kein Vermögen. Naja, die Frau hat eine eigene Tasche, du hast eine eigene Tasche. Das, was ihr gehört, gehört nicht dir. Natürlich, wenn man teilt und so weiter, ist schön und gut. Aber du hast kein freies Anspruch darauf. Also, wenn du willst, nehme ich davon. Ja. Deswegen, er sagte zu seiner Frau, sie wollte Sadaqat geben, rausgehen. Er sagte, ja, gib sie mir doch, gib sie mir, wir sind auch bedürftig. Und dann sagte sie, nein, bis ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam frage. Also ob sie ihre Sadaqat auch an ihren Mann geben kann. Ist es das Gleiche, wie wenn sie das anderen gibt? Ja, also das Kapitel handelt über den Al-Hasad und den Al-Hiqd. Al-Hasad und Al-Hiqd.
Al-Hasad haben wir definiert. Al-Hiqd ist, er sagt, wenn Wut entsteht, das haben wir schon mal erwähnt gehabt, wenn Wut entsteht, entflammt und nicht im Moment, also im selben Moment durchgezogen werden kann, man kann die Wut nicht sozusagen anwenden, in der Realität durchstrecken, dann kehrt sie zurück ins Tiefste der Seele des Menschen und entwickelt sich zu Groll. Diese Wut, aus der Wut entwickelt sich dann Groll, wenn man sie nicht anwenden kann. Und woran erkennt man Groll? Er sagt, Groll gegenüber einer Person erkennt man daran, dass man ständige Abscheu, Antipathie und Hass gegen ihn empfindet. Oder dass man ihn lästig findet und nicht ertragen kann. Für seine Anwesenheit, allein die Anwesenheit dieser Person belastet dich. Die Anwesenheit der Person in deiner Gegend belastet dich. Das ist ein Hinweis oder ein Zeichen für Groll und Abscheu vor ihm. Ein Nufur, dass man sich von ihm scheut. Darum sagt er, der Hirt, also dieser Groll, ist die Frucht von Zorn. Dieser Groll entsteht aus Zorn. Und der Hasad, der Neid, ist eine Folge dieses Grolls. Meistens beneidet man Personen, die man auch irgendwie verabscheut. Ja. Daher wird in dem Hadith von Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, überliefert, er sagte: Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Die Krankheit der Umam vor euch ist nun auch zu euch gekrochen. Also er hat Dabba gesagt, um zu sagen, dass das so langsam, langsam angekommen ist bei ihnen. Al-Hasad, der Neid, al-Baghda, der Hass untereinander. Und in den Sahihain, das ist ein langer Hadith, ein sehr wichtiger Hadith von den Qawaid der Religion. Also er stellt, dieser Hadith ist eine Säule im Dien, da er viele Sachverhalte beinhaltet. Er sagte dort, La tabaghadu, also hasst euch nicht gegenseitig. Wala taqata'u, meidet euch nicht gegenseitig. Boykottiert euch nicht gegenseitig. Wala tahasadu, und beneidet euch nicht. Wala tadabaru, kehrt euch einander nicht die Rücken zu. Wakunu ibadallahi. Und zuletzt im Abschluss des Hadith nennt er die Ursache für all diese Eigenschaften. Seid Diener Allahs Brüder. Also der Grund, warum diese Dinge nicht existieren sollten, ist die Uchuwa. Das ist ein wichtiger Hadith. Ich habe gedacht, wir lesen kurz, was Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, zu diesem Hadith sagt. Sind nämlich einige interessante Sachen. Ich lese einmal den Hadith nochmal vor, ganz. Das ist aus den Arba'un Nawawi, er hat ihn auch angeführt dort. Der 35. Hadith, im Hadith von Abu Huraira, radiyallahu anhu, er sagte, seid aufeinander nicht neidisch, treibt euch nicht den Preis in die Höhe, An-Najash. Das bedeutet beispielsweise An-Najash, At-Tanajush. Das, was manche bei eBay machen. Beispielsweise, du stehst irgendwo draußen auf dem Markt, du versteigerst etwas. Und du hast gesagt, Fulan, stell dich auch in die Reihen. Ja, der will gar nicht kaufen. Aber immer wenn einer was bietet, biet mit. Aber er kauft es nicht am Ende. Die haben sich so geeinigt darauf. Und damit der Preis, damit es am Ende so ein Wucherpreis rauskommt, mit dem er das sein Objekt verkaufen kann. Sollten die Leute nicht mithalten, hat er nicht verloren. Weil der wird es ja nicht kaufen. Das nennt man At-Tanajush und das ist Haram. Weil das gehört zum Betrug und zum Gharar, Täuschung. Das machen manche Leute auch bei eBay, haben die zwei Accounts und bietet mit seinem anderen Account immer mit. Oder mit dem Account eines Verwandten.
Also, treibt euch nicht den Preis in die Höhe, hasst einander nicht und kehrt euch nicht gegenseitig den Rücken zu. Keiner von euch soll zugunsten des Verkaufs eines anderen verkaufen. Al-Bay' ala bay'i achihi, nennen die Fuqaha das. Das ist auch haram, nicht erlaubt. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich und du verhandeln etwas aus, einen Verkauf. Und ich kaufe das. Es gibt ja eine Zeit, in der ich das wieder zurückgeben kann, sahe. So. Ich habe es beispielsweise gekauft für 50 Euro. Und dann kommt ein Dritter und sagt, mach diesen Kauf wieder rückgängig. Ich verkaufe dir das gleiche für 40. Das nennt man al-Bay' ala bay'i achi, das Haram. Nicht legitim. Da das zu Streit, Hass und Feindschaft führt. Also verkaufen über den Verkauf deines Bruders. Das ist im Hadith erwähnt. Wie ist es mit dem Kauf umgekehrt? Ist nicht im Hadith erwähnt. Umgekehrt wäre es beispielsweise, ich kaufe etwas für 50 Euro wieder. Und ich habe dem Verkäufer 50 Euro gegeben. Bei dem ersten Fall hat ja der Käufer den Kauf aufgelöst. Jetzt ist es umgekehrt. Das wird im Hadith nicht erwähnt. Jetzt geht der Dritte zum Verkäufer und sagt, mach den Kauf rückgängig, ich gebe dir dafür 60 Euro. Ist das Gleiche, Sahih? Ist das Gleiche. Aber im Hadith wird das nicht erwähnt. Ist das auch Haram oder nicht? Wortwörtlich wird das nicht im Hadith erwähnt. Ist aber das Gleiche. Das nennt man Qiyas und Bila Fariq. Qiyas in Anbetracht dessen, dass es keinen Unterschied gibt. Keinen markanten Unterschied. Das ist ein Beweis. Ja. Und daher müssen die Ahkam, die aus dem Koran der Sunna abgeleitet werden, nicht immer wortwörtlich im Koran verankert sein. Und diese Vorstellung zeugt eigentlich von Unwissenheit. Oft reden, wenn Leute Fragen haben oder über Thematiken reden, und dann sagen sie, wo steht das? Die denken, dass alles, jedes einzelne Urteil der Scharia wortwörtlich im Koran stehen muss oder in der Sunna. Wortwörtlich. Wenn das der Fall wäre, dann müsste der Koran in Hunderten und ebenfalls die Sunna in Hunderten Bänden verfasst werden. Bänden oder Bändern? Es gibt ja zwei Mehrzahlen, ne? Bände. Okay. Er sagt, ein Muslim ist dem Muslim ein Bruder. Er tut nicht Unrecht an ihm, er lässt ihn nicht im Stich, er belügt ihn nicht und er verachtet ihn nicht. Die Taqwa ist hier. Und der Prophet deutete dabei dreimal auf seine Brust. Mehr Böses braucht es nicht für jemanden, als dass er seinen muslimischen Bruder verachtet. Jeder Muslim ist dem anderen verboten. Dies gilt für sein Blut, also das heißt sein Leben, sein Besitz und seine Ehre. Was ich hier zeigen möchte, ist die Aussage von Ibn Daqiq al-Eid. Die hat etwas mit der Aussage, La tabaradu, hasst einander nicht, zu tun. Er sagt, seine Aussage hasst einander nicht, das heißt, gebt euch nicht gegenseitig Anlass zum Hass aufeinander. Warum? Das ist der wichtige Punkt. Er sagt, weil die Liebe und der Hass beide Stimmungen des Herzens, das heißt Emotionen sind. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, sie hervorzurufen. Es gibt ja nicht so einen Schalter im Herz, wo du sagst, du peilst jemanden an und sagst, hier Schalter auf Liebe setzen. Und dann peilst du jemanden an, Schalter auf Hass setzen. Das sind Emotionen, die kannst du nicht steuern. Du kannst ihre Ursachen steuern, ihre Auslöser steuern. Das kannst du steuern. Eines der Auslöser für Liebe ist beispielsweise, gleichgesinnt zu sein. Sahe? Wenn du in der Fremde bist, irgendwo in einem weit entfernten Land, und du hast einen Kleidungsstil, der dich unterscheidet von diesem Volk.
also auf deine Herkunft hinweist. Und irgendwann siehst du einen Fremden, mit dem du nichts zu tun hast, aber er sieht dir sehr ähnlich. Er hat deinen Kleidungsstil, er hat sein Gesicht, sein Aussehen ähnelt dir, was auf eine gleiche Herkunft hindeutet. Du fühlst automatisch eine Zuneigung zu ihm. Sahe. Gleiches gilt, gleichgesinnt zu sein, mental, in der Akida und so weiter. Das ist eine Ursache für Liebe. Genauso wie der Ikhtilaf eine Ursache für Abscheu ist, Antipathie ist. Ja. Das heißt, diese Emotionen selbst kannst du nicht steuern. Und deswegen legt er die Aussage des Propheten, hasst einander nicht, er legt es so aus, also tut nicht Dinge, die dazu führen, dass ihr einander hasst. Ja. Er sagt, der Mensch hat nicht die Fähigkeit, sie hervorzurufen, noch kann er sie zähmen. In diesem Sinn hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mal gesagt, also in Bezug auf die Frauen, seine Frauen, O Allah, dies ist meine Zuteilung an dem, was in meiner Macht steht. Hada qasmi fi ma amlik. Also was die zeitliche Einteilung unter seinen Frauen geht, ja, was das Materielle angeht und so weiter, die Versorgung, Unterhaltung, da kann er gerecht sein. Aber die Liebe im Herzen, das kann er nicht steuern. Wenn jemand vier Frauen hat, kann er nicht sagen, ich teile mein Herz in vier Teile auf, immer ein Viertel für eine Frau. Das kannst du nicht machen. Emotionen kannst du nicht steuern. Und deswegen sagt er, aber mach du mir keine Vorwürfe hinsichtlich dessen, was in deiner Macht steht. Die Herzen. Ja. Und deswegen die Aussage Allah Ta'alas, zwischen den Frauen gerecht zu sein, bezieht sich nicht auf die Zuneigung des Herzens. Ja. Und daher, es gibt verschiedene Ursachen der Zuneigung, unter anderem Verwandtschaft. Verwandtschaft ist eine Ursache, natürliche, im Menschen verankerte Ursache der Zuneigung, was man Fitra nennt. Wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Ja, der Mensch ist so veranlagt, seinen besonders die Nahverwandten eine Zuneigung ihnen gegenüber zu verspüren, wie die Eltern, Vater, Mutter und so weiter. Das ist normal. Und daher sagte Allah Ta'ala in Bezug auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Du leitest nicht recht, wen du liebst, aber Allah leitet recht, wenn er will. Auf wen bezieht sich der Vers? Es bezieht sich auf Abu Talib. Also hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib geliebt oder nicht? Geliebt, das ist der Nass des Verses. Und deswegen die Aussage von Khalid al-Ghamidi, Fakkallahu asrahu, er behauptet in seinem Buch Sharh Nawaqid al-Islam, das ist eines der größten Bücher in der Erklärung der Nawaqid des Islam, ich glaube 2000 Seiten oder so. Und auch in der Erklärung vom Kitab al-Tawhid, al-Ta'sil wa-Taq'id, die Kitab al-Tawhid, er behauptet an mehreren Stellen, dass die Liebe, dass man, wenn man einen Verwandten liebt, einen Verwandten oder derartiges, einen Kafir, wegen zum Beispiel Ehe oder Verwandtschaft und so weiter liebt, dass das zu der Al-Muwala Al-Mukaffira gehört. Zu der Al-Muwala, die den Menschen aus dem Islam befördert. Ist das richtig? Das ist ein schlimmer Fehler. Das ist ein schlimmer Fehler. Schauen wir uns mal kurz an, was die Salaf über diesen Vers gesagt haben, den ich eben zitiert habe. Natürlich kann dieser Vers auch was anderes bedeuten, weil Allah Ta'ala sagt, Innaka la tahdi man ahbabta. Hier wird das Objekt nicht erwähnt. Also ich sage, ich liebe das Haus, ich liebe das Auto. Hier wird das Objekt nicht erwähnt, was du liebst. Und deswegen sagt er, Al-Ghamidi, er sagt in seinem Scharh, das bedeutet, du kannst nicht recht leiten, du kannst nicht denen recht leiten,
dessen Rechtleitung du liebst. Versteht ihr? Das ist möglich. Diese Auslegung ist möglich. Aber diese Auslegung verhindert nicht die erste, dass damit Abu Talib gemeint ist. Und das haben die Salaf in Erwägung gezogen, als eine mögliche Auslegung. Sehen wir mal, was die Salaf gesagt haben. Ibn Abi Hatim überliefert, dass Qatada, rahimahullah, sagte über diesen Vers: Innaka la tahdi man ahbab, das heißt Abu Talib. Aber Allah leitet, wen er rechtet, wen, Allah leitet recht, wen er möchte. Er sagt, das ist der Al-Abbas, sein Onkel, Al-Abbas. At-Tabari sagt: Innaka, du, das heißt, O Muhammad, leitest nicht recht, wessen Rechtleitung du liebst. Also At-Tabari erklärt das als die Rechtleitung. Und dann sagt er aber später: Und wenn man sagen würde, das heißt, du leitest nicht recht, wen du wegen deiner Verwandtschaft liebst, dann wäre das auch nicht verkehrt. Okay? Er sagt das nicht verkehrt. Al-Farra erwähnt ebenfalls beide Möglichkeiten. Er sagt, entweder das heißt, du kannst nicht recht leiten, wenn du liebst wegen deiner Verwandtschaft, oder das heißt, du kannst nicht recht leiten, den, dessen Rechtleitung du liebst. Also du wünschen würdest, dass er recht geleitet. Also ist beides möglich. Nach der Aussage von Al-Ramidi müsste man sagen, dass die Salaf es für zulässig hielten, dass man den Vers auslegt, was nach seiner Auffassung Kufr wäre. Sahih. Und deswegen auch Allah Ta'ala hat erlaubt, Frauen der Ahlul Kitab zu heiraten oder nicht. Und die keuschen Frauen der Ahlul Kitab sind euch erlaubt. Keusche Frauen der Ahlul Kitab sind euch erlaubt. Und er sagt, Allah Ta'ala sagt über die Ehepartner, وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er hat zwischen den Ehepartnern Zuneigung, Liebe und Barmherzigkeit geschaffen. Es ist normal, wenn du mit einer Frau verheiratet bist, aufgrund der Nähe und der intimen Nähe wird eine Zuneigung entstehen. Wenn es verboten wäre, würde Allah auch den Weg, der dazu führt, verbieten. Denn die Scharia verbietet Dinge und verbietet alles, was dahin führt. Richtig? Die Scharia, wenn sie etwas verbietet, verbietet sie dir auch alles, was dazu hinführt. Allah Ta'ala hat den Zina verboten. Richtig? Und hat alles verboten, was dahin führt. Der Blick, die Berührungen, die starke Nähe zwischen zwei Geschlechtern. Warum? Weil es dazu führt. Und auf dieses Schema der Scharia deuten auch viele Qawaid im Fiqh. Zum Beispiel die Regel: Alles, was du selbst nicht machen darfst, darfst du nicht verlangen, von anderen zu tun. Wenn du selbst beispielsweise keinen Kredit nehmen darfst, darfst du auch nicht zu Fulan sagen: Nimm dieses Kredit für mich. Wenn du selbst eine Arbeit nicht tätigen darfst, darfst du niemanden bevollmächtigen, sie für dich zu tun. Ebenfalls die Regel: Was man nicht benutzen darf, darf man nicht besitzen. Warum? Weil der Besitz könnte dich dazu verleiten, es zu benutzen. Sahih. Also die natürliche, veranlagte Liebe wegen gewissen Gemeinsamkeiten, nicht die religiöse Liebe, das kann man nicht steuern, dafür wird man nicht belangt, dafür wirst du weder belohnt noch bestraft. Und auch der Vorfall, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dem Grab seiner Mutter vorbeigegangen ist, sich dorthin gestellt hat und geweint hat und für sie um Vergebung bitten wollte. Allah Ta'ala hat ihm das aber verboten, für sie um Vergebung zu bitten. Warum hat er das gemacht? Weil es eine natürliche Veranlagung ist, dass man eine gewisse Neigung zu seinen Eltern hat, oder nicht? Ja. Jedenfalls, wie viel Zeit haben wir? Okay, sprechen wir noch mal kurz über den Al-Hasad und machen dann Schluss. Den bekannten Hadith, der ist euch bestimmt bekannt, der Hasad frisst die Hasanat
إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Der Hasad frisst die Hasanat, wie das Feuer das Brennholz verspeist und verschlingt. Diesen Hadith überliefern Abu Dawud und Al-Bayhaqi. Er sagte, der Hadith ist Hasan. Wobei Al-Bukhari selbst den Hadith für nicht authentisch erklärt in seinem Tarikh. طيب ما حصل نيكست ما إن شاء الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين